Next Level Brewing haben anlässlich ihres 5. Geburtstages sich den Crazy Sultan selbst eingeladen. Was das für ein Bier ist und was da alles reingekommen ist, darüber reden wir, wie immer, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid startklar für das heutige Bier. Es liegt schon ein bisschen zurück, aber Next Level haben 5. Geburtstag gefeiert und sich dazu Crazy Sultan eingeladen, beziehungsweise den haben sie selber gemacht, ein Double Dry Hopped Double IPA, also Double 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 zum 5. Geburtstag. Und es ist Sultana, Citra und Mosaik reingekommen, deswegen auch der Crazy Sultan. Pilsner, Malz, Oatmeal und Kara, also Haferflocken sind reingekommen und Karamalz. Das Ganze mit 17,5 Grad Plato, also irgendwo zwischen Bock und Doppelbock, 50 Bittereinheiten und 7,6 Volumenprozent Alkohol. Also das scheint schon ein bisschen schwergewichtigerer Sultan zu sein, aber bei Next Level weiß man ja, gerade in dem IPA-Bereich sind sie zu Hause, da kennen sie sich aus. Und da wird der Sultan dann auch schon ein bisschen geschmeidiger und in Seide gehüllt sein. Kurzer Blick auf die Bottle Cap. Und gebraut wurde das Ganze übrigens bei Lontium in Kärnten. Die haben sich ja, glaube ich, so ein bisschen auch gefunden, die beiden Brauereien. Next Level als Gypsy-Brauerei und Lontium als einer der doch eher Stammbrauhäuser für die Next Level-Biere. Und da gibt es ja auch so die einen oder anderen Biere von Lontium, wo ich mir sage, die Jungs haben auch schon ein bisschen gelernt, wie so Next Level, wie so New England IPAs funktionieren. Ich glaube, da hat man sich gegenseitig ziemlich befruchtet und ein bisschen Aroma experimentiert und ich glaube, das ist keine schlechte Zusammenarbeit. So, jetzt schauen wir uns aber mal an, wie der Sultan Durst hat. Der Sultan, der hat Durst. Wo war das? Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Gut, bevor ich jetzt hier anfange weiter zu singen, sollen die Leute singen, denen Gesang gegeben ist. Oder vielleicht bewerbe ich mich ja bei Deutschland sucht den Superstar. Oder Starmania in Österreich. Schöne, getrübte, gleichmäßig goldene Farbe. Keine so richtig milchige Trübung, aber dann doch sehr blickdicht. Fast ein Finger breit. Also ist nicht gerade viel von diesem weißen Schaum. Aber schaut mal, wie fein der am Glas hängt. Erste Klasse, würde ich sagen, sultanmäßig. Kohlensäure sehen wir nicht viel. Oh. Das ist lustig. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass viel mehr Hopfen in der Nase auffällt, aber als erstes fällt mir Biskuitmalz auf. So biskuitartiges Malz. Natürlich auch viel Frucht dahinter, aber es ist schon, boah, das ist schon sehr diffus. Ananas würde ich jetzt mal raus pflücken, Pfirsich, ein bisschen, was ist das? So Maracuja vielleicht, ein bisschen Mandarine. Boah, das ist schon, also sehr fruchtig auf jeden Fall. Und auch schön auf der malzigen Seite zu Hause. Man sieht es ja auch an der Farbe, da ist durchaus ein bisschen mehr am Malz reingekommen. Muss ja auch irgendwoher die Stammwürze kommen, muss ja irgendwo der Alkohol auch herkommen. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Und auf weitere fünf Jahre. Das ist witzig, weil man hat ja bei solchen Bieren immer so eine Erwartungshaltung. Und ich habe jetzt gedacht, na gut, das wird ein schönes, gefälliges Double IPA sein. Aber es überrascht tatsächlich, nicht durch den Hopfen, weil da ist ja ordentlich was drin, aber durch seine Malzpräsenz. Und die, finde ich, geht auch so ein bisschen in diese Biskuitmalz-Richtung. Zusammen mit den Haferflocken und dem Karamellmalz kommt ein richtig, richtig schönes Malz-Bouquet, nennen wir es mal so, zustande. Das so vordergründig erstmal ein bisschen Süße mitbringt. Aber das ist schön soft, sanft im Mund. So eine leichte Honigsüße mit dabei, fruchtig, Zitrusfrucht, jetzt eher so ein bisschen Limette, Grapefrucht in die Richtung, Pfirsich wieder mit dabei. Auch
tropische Frucht und schöne bittere. Also ich mag diese schöne, angenehme Bittere. Ich würde auch die 50 Bittereinheiten, würde ich ungeschaut, würde ich unterschreiben. Das ist, glaube ich, so das, wie es auch bei mir ankommt. Schöner mittlerer bis tatsächlich schon ein bisschen vollerer Körper. Sanfte Kohlensäure. Bisschen ölig. Ganz leicht ölig in der Textur. Hinten, es hängt die Hopfenbittere, hängt schön nach. Angenehm, grasiger Hopfen. Schön lang nachhängend. Und natürlich ein bisschen fruchtig noch. Wobei, ich muss sagen, die Frucht, die wird vom Andrunk nach hinten immer diffuser. Aber das heißt nicht, dass sie nicht geiler werden wird. Also es ist ein schönes Double Dry Hop, Double IPA. Viel Frucht drin, viel Hopfen drin. Was mir an dem Bier allerdings am meisten Spaß macht, das ist das Malz, wie sich das schön harmonisch in dieses Bier einfügt. Und deshalb gibt es von ProbierTV für Crazy Sultan 4 von 5 möglichen Punkten für den Crazy Sultan zum 5-jährigen Bestehen von Next Level. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns ja auch über die Jahre hinweg immer begleitet und hat immer Spaß gemacht, eure Biere zu trinken. Und ich hoffe, dass das noch lange, lange so weitergeht. Dann soll es an dieser Stelle das für mich gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Bier wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.